Hallo miteinander, hier ist wieder mal Merit vom KOI mit einer neuen Idee für euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund, fit und munter und habt Lust auf eine lustige Bastelidee. Es geht also weiter mit unserem Format, KOI beschäftigt. Und auch heute habe ich immer noch Freude an E-Mails von euch oder Anregungen per SMS. Meldet euch mit euren Resultaten, wenn ihr irgendein Bild gemalt habt oder etwas bastelt habt. Nimmt mich natürlich extrem Wunder und freut mich sehr, wenn ich euch kann inspirieren. Heute geht es um das Thema Objekt basteln. Ich habe euch hier aus PET-Flaschen ein Objekt bastelt, wie ihr seht. Und mir ist jetzt vorher gerade in den Sinn gekommen, es gibt doch das Spiel, wann nimmst du mit auf eine einsame Insel? Also bei mir wäre es definitiv ein Postage. Also ich glaube, ohne Postage kann ich nicht leben. Da hat es extrem viel Postage dran und ich finde den Postage einfach ein mega lässiges Instrument. Ein sehr praktisches Instrument. Ich zeige auch nachher dann noch konkret, was man braucht für den Blumenstrauß. Ja, ich sage ihm ein bisschen Blumenstrauß. Also wenn ihr den jetzt mal anschaut, von Weitem, könnte das doch durchaus ein Blumenstrauß sein aus PET-Flaschen. Also ich habe hier drei verschiedene PET-Flaschen genommen und auseinandergeschnitten und wieder neu zusammengesetzt. Ich habe natürlich auch mit der Schere angefangen Löcher machen, angefangen Schnitt reinschneiden und so kleine PET Teile abzuklappen. Genau. Und ich denke, es ist ja dann bald Muttertag. Vielleicht braucht ihr da einen Blumenstrauß für eure Mami oder eine Blumenvase für den Blumenstrauß für eure Mami. Und man kann aus PET-Flaschen übrigens ganz coole Blumenvasen machen. Ob diese PET-Flasche jetzt da noch genug stabil ist, um wirklich Blumen drin zu tun, müsst ihr da ausprobieren, weil ich habe ziemlich viel schon abgeschnitten wieder auf der Seite. Aber werfe ich da mal noch als Idee für euch einen Blumenstrauß. Wenn ich aber eigentlich, also ihr seht, ich habe da auch noch Eierkarton dran postitchet. Ich habe sogar noch Goldperlen angeklebt, wie ihr da vielleicht seht, genau. Und Plastikröhrchen habe ich reingestellt. Das ist ja eigentlich ganz eine eigene Kunstform, sage ich jetzt mal, Sachen bauen aus 3D. Ihr seht, es gibt auch mega schöne Fotos. Also wenn ihr mal Lust habt, mit so einem Objekt irgendwie eine tolle Fotoserie zu machen, wäre zum Beispiel auch eine Idee. Mal mit eurer Digitalkamera ganz nah an so einem Objekt. Ich finde, bei der PET-Flasche gibt es einfach extrem schöne Lichtverhältnisse, wie ihr jetzt hier seht. Und man kann ganz schöne Fantasiewelten bauen aus, ja, ich meine, das hat nicht einmal 2 Franken gekostet. Also einfach aus ganz einfachen Materialien, die sicher jeder zu Hause hat. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte vielleicht aus dem auch eine Lampe basteln. Wenn man das, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, wenn man das jetzt da würde an die Lampe ankleben oder mit einem Seil würde auch befestigen, man könnte wirklich mal einfach eine neue Lampe kreieren, oder? Weil mir dunkt es einfach, sobald dann das Licht wieder durchscheint durch die PET-Flasche, entstehen gerade nochmal neue schöne Lichtverhältnisse. Du könntest natürlich wirklich auch eine Lampenbirne in diese PET-Flasche rein tun. Also wenn du jetzt wirklich Lust hättest, zum eine Lampe zu designen. Ich sage einfach, da musst du vielleicht wirklich schauen mit der Hitze oder einfach auch noch genug Backpapier rundherum tun. Backpapier ist immer gut, wenn es um etwas geht, wo brennt. Also wo könnte brennen. Genau. Ja, das wäre so ein bisschen meine Idee für heute. Ein Blumenstrauß aus PET-Flaschen. Ich zeige euch mal noch schnell, was man genau braucht. Jetzt habe ich halt gerade nur noch eine PET-Flasche im Haus. Also ihr könnt einfach eine normale PET-Flasche nehmen. Das ist so eine 1,5 Liter Flasche. Und dann mit einer ganz normalen Schere einfach anfangen, Stückchen schneiden. Ihr könnt dann auch den Deckel von der Flasche natürlich noch separat nehmen und aufleimen. Für diese ganze Übung braucht ihr natürlich
Auch wieder ein Leim. Der Leim ist eigentlich so unser ständiger Begleiter, wenn es ums Basteln geht. Ganz wichtig ist eben der Bostitch. Mit dem Bostitch könnt ihr ganz einfach und lustig verschiedene PET-Elemente, verschiedene PET-Teile miteinander wieder zusammenkleben, sozusagen. Geht viel einfacher als mit dem Leim. Und ihr seht ziemlich schnell das Resultat. Dann Eierkartonschale habe ich gebraucht. Und eine Schere. Genau. Wenn ihr Lust habt, schickt mir doch das Resultat. Wenn ihr irgendwelche tolle Pets gestalten könnt, ihr könnt auch probieren, einen Menschen nachzubilden aus Petflaschen. Fühlt euch frei, es gibt ganz viele lustige Ideen mit Petflaschen. Und recyceln muss man es ja sowieso, also warum nicht auch etwas basteln aus den Petflaschen. Ich würde mich freuen auf ein paar Fotos von euch, von euren Petflaschenprodukten. Und ja, geniessen die schönen Farben, die entstehen. Lustig ist es natürlich, wenn ihr verschiedene PET-Flaschenfarben zusammenbekommen würdet. Und dann vielleicht als Inspiration für euch, geht euch mal Pippi Lotterist googeln.